Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Let's Play hier auf Spielwelten. Ich bin Kim Eichhorn und das ist Eons End, ein kooperativer Deckbilder und den werde ich euch heute vorspielen. Das Ganze ist ein Wunsch von einem meiner Unterstützer, nämlich vom lieben Felix. Und der hat sich gewünscht, dass ich heute mal gegen den König der Masken antrete. Ja, an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die liebe Red, die mir dieses Exemplar hier zur Verfügung gestellt hat. Ich persönlich besitze das nämlich nur auf Englisch, aber für das Let's Play dachte ich, wäre doch die deutsche Version viel, viel sinniger. Insofern herzlichen Dank und auch ihr alle könnt mal ein liebes Dankeschön in die Kommentare schreiben. Sonst hättet ihr das Ganze jetzt nämlich mit englischen Kartentexten gesehen. Wie dem auch sei, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen in der Totalen hier, sag ich mal. Ihr seht hier so alles, was man braucht. Also meine Auslage von Karten, die ich kaufen kann. Dann eben hier die Karten, aus denen das Deck des Königs zusammengestellt wird. Die speziellen Korruptionskarten von ihm, die dann in die Spielerdecks kommen, durch Spieleffekte. Reihenfolgedeck, das Einzige, was ich mir erlaubt habe zu sleeven, ist ja wie gesagt eine Leihgabe, das Spiel. Aber das wird dann doch häufiger gemischt, da lohnt das. Bei den anderen muss es nicht unbedingt sein, denn die werden ja gar nicht so häufig gemischt. Der König bildet jetzt hier leider eine Ausnahme, denn der führt durch seinen Spezialangriff dazu, dass die Decks gemischt werden, aber okay. Gut, beginnen wir einfach mal mit den Vorbereitungen. Hier sind jetzt 7 allgemeine Karten und 3 vom König der Masken selbst drin. Da spielen auch immer alle mit, insofern alles gut. Die werden einfach vermischt und bilden dann hier die Basis, 10 Karten. So, bei 2 Magiern von den Stufe 2 Allgemeinkarten spielen dann 5 mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mit den Dreien, die ja vom König selber kommen, dazu sind es dann 18 insgesamt. Und hier von den Einsern spielen 3 mit. Ja. Na, ja, komm. 1, 2, 3. Geht eine ganze Menge raus, wie ihr seht. Ja, und dann noch natürlich die 3 vom König der Masken dazu. 6 dazu sind also 24. Das heißt, er ist zweimal pro Runde dran mit einer Karte. 12 Runden hält er durch. Schon mal locker. Auch länger, wenn er will. Ja, also. Korruptionskarten kann ich auch kurz mischen. Ja, ihr wisst ja, auch selbst wenn ihr das Spiel jetzt nicht kennen solltet, ihr könnt sicher ahnen, dass es ein Deckbilder ist. Und es treten jetzt in dem Fall 2 Rissmagier gegen den Erzfeind König der Masken an. Er hat 70 Lebenspunkte, die muss ich ihm runterprügeln, dann habe ich gewonnen. Wenn er die feste letzten Ruhe mit seinen, ihren 30 Lebenspunkten dann beraubt. Wenn er der feste die letzten Lebenspunkte genommen hat, dann habe ich verloren. So. Ja, 30 hat sie, wie gesagt. Die Magier haben 10. Und wenn die beide auf 0 gehen, habe ich auch verloren. Einer darf. Dann ist er quasi K.O., kann auch ein bisschen mitmachen. Verliert einen seiner Risse, kann nie wieder geheilt werden. Und ja, wirft all seine Energie ab und der macht 2 Angriffe. So, und aller Schaden, der dann auf ihn kommt, der geht dann auf die Feste und zwar doppelt. So, soweit, so gut. Okay. Ja, kurz zu der Auslage hier oben. Die habe ich mir frei ausgesucht. Kann man natürlich auch vom Zufall bestimmen lassen. Vorgegeben ist lediglich, dass es 3 Kristalle, 2 Artefakte und 4 Zauber sein müssen. Ja, und ich halte nichts von zufälligen Auslagen da. Dann kriegt man irgendeine Wundertüte, wo nichts zusammenpasst. Ja, und als Alternativlösung könnte ich mir noch vorstellen, dass man eine kleine Auswahl an Auswahlkarten zieht. Sagen wir mal jetzt hier 5 oder 6 und sich davon dann eben 3 Kristalle aussucht. Entsprechend dann hier bei Artefakten und Zaubern dasselbe. Ja, was haben wir hier? Ein Rohdiamanten kostet 4 Ethereum. Das ist hier die Währung, mit der man eben die Sachen kauft. Und die Kristalle dienen auch dazu, Sachen zu kaufen. Sie geben nämlich beim Ausspielen 2. Und wenn es in dem Zug der exakt 2. ist, den man ausspielt beim Rohdiamanten, dann gibt er nochmal 2 extra. 2 sind also 6 wert, die ersten 2 zumindest. Ja, und da kann man fast alles mit von kaufen, was hier so liegt. Ja, dann den Flammenrubin gibt auch 2, kostet 4. Und er gibt 1 extra für den Erwerb von Zaubern. Und dann den getrübten Saphir, der kostet 6 und gibt 3. Und ja, der gibt auch noch mal einem anderen,
wenn es der erste ist, einem anderen Magier ein Energie. Das sind dann hier die Sachen unten, womit man die Spezialfähigkeiten dann bezahlt. Gut, erstes Artefakt, da habe ich mich für den Vortex in Flaschen entschieden. Sollte eigentlich nirgendwo fehlen. Man kann zwei Karten vernichten von der Hand oder dem Ablagestapel und eine Karte nachziehen. Und dann wird auch der Vortex vernichtet. Den kann man also nur einmal einsetzen. Gibt übrigens von denen hier alle fünf. Von den Kristallen sind ein paar mehr da, da gibt es sieben. Ja, und dann gibt es den Wim-Generator als zweites Artefakt. Da kann man dann zwei Möglichkeiten wählen. Entweder kriegt man einen Schaden, bestimmt ein Spieler, der zwei Karten zieht, oder aber ein Spieler der Wahl heilt zwei Leben, kriegt eine Energie und der Wim-Generator wird zerstört. Jo. So sieht's aus. Ja, dann hier das spektrale Echo. Das kostet 3, macht 2 Schaden und man darf eine Karte auf der Hand vernichten. Ist also auch ganz nett als Nebeneffekt. Man muss sie eben auf der Hand haben, das ist so der Nachteil. Das ist ein bisschen Timing-Sache mitunter. Ja, der Essenzdiebstahl kostet 5, macht 3 Schaden und wenn man eine Karte abwirft, darf einer ein Leben heilen. Ja, die Bannwelle kostet auch 5, solange sie gebunden ist im Zauber. Die werden ja in diesen Rissen gebunden. Dann gibt es ein Ethereum in der Aktionsphase, ansonsten macht er nur 2 Schaden, aber man darf einen Kristall dazu werfen, also zum Beispiel den 6er hier, und dann gibt es so viel Schaden dazu, wie der Kristall eben gekostet hat. Und das ist schon eine Menge, das sind dann mitunter 8. Ja, und zu guter Letzt den Arkane Nexus. Solange er gebunden ist, darf man einen ausgespielten Kristall wieder zurück auf die Hand nehmen. Ist ja auch ganz nett, kann man ihn nochmal ausspielen oder eben für die nächste Runde behalten. Und er macht 4 Schaden. Ja, dann zu den Magiern selber. Gian, der Waisenknabe hier, hat 2 offene Risse. Also wie das hier so liegt, ist das vorgegeben von den Charakteren. Es gibt 2 Funken, 2 Splitter. Funken ist der Standard-Schadensspruch für einen. Splitter, Standard-Kristall, gibt auch ein. Und jeder hat auch seine spezielle Karte, in dem Fall ist das hier die Mondsteinscherbe, ein besonderer Kristall, der gibt auch nur einen, aber für den Erwerb von Kristallen ein mehr. Und hier liegen dann auch nur Funken und Splitter. Ja, seine Fähigkeit, genau. Wenn er die 4 Energie hier voll hat, dann kann er eben die ausgeben und einen gebündelten Spruch, egal von wem, 2-mal wirken. Das ist so sein Ding. Ja, und Brahma hier wiederum, die hat am Anfang 4 Kristalle, also 4 Splitter auf der Hand. Und ihr besonderer Zauber, das verschüttete Licht, das gibt auch nur einen Schaden und man kriegt beim Wirken noch ein Ethereum mit dazu. Ja, das war's dann auch. Auch hier nur Kristalle und Splitter drin, das war's. Ihre Fähigkeit für 5 Energie ist eben 4 Leben zu heilen. Und zwar nur bei den Zauberern, also nicht bei der Festung. Ja, das ist es eben. So, vorweg gesagt, ich mache zwischendurch auch nochmal Nahaufnahmen, damit ihr das dann alles sehr gut sehen könnt. Aber ich weiß ja nicht, wie gut ihr dann hier die 50 Lebenspunkte und so, aber egal. Also, es gibt immer wieder Nahaufnahmen zwischendurch. So, ich mische jetzt das Reihenfolgedeck, da ist jeder 2-mal dabei, zumindest bei 2 Magiern. So ist das so die optimale Aufteilung. So, wenn der Erzfall dran sein sollte, gibt es eben... werden die Karten abgehandelt, die liegen und es wird ein neuer am Ende aufgedeckt. Und das war es dann auch schon. Bei den Magiern sieht es ein bisschen anders aus. Da werden jetzt in dem Fall erstmal alle Korruptionen abgehandelt, die sie auf der Hand haben. Dann die Zauber aus den Rissen gewirkt. Von aktiven Rissen, da dürfen die liegen bleiben. Bei dunklen Rissen, da müssen die gewirkt werden. Das kann man auch nur auf dunkle Risse spielen, wenn er vorher einmal mit Ethereum entwickelt wurde. Nennt sich hier Bündeln, also dann dreht man den weiter, dann wird das Aktivieren, das eigentliche Umkehren, dann etwas günstiger. Ja, okay. Ja, wenn die Zauber gewirkt wurden, dann kann man eben in einer Aktionsphase neue Zauber spielen, Splitter ausspielen, beziehungsweise Kristalle ausspielen, um dann eben die Karten zu kaufen. Man kann sich Energie kaufen für jeweils 2 Ethereum, ansonsten eben Artefakte spielen mit ihren Wirkungen. All sowas. Und wenn man dann fertig ist, kommen die Karten in beliebiger Reihenfolge auf den Ablagestapel und man zieht auf 5 neue Karten nach. Ja, und das ist die ganze Herrlichkeit. So, genug. Jetzt können wir endlich anfangen und wir fangen mit Brahma an. Wunderbar. Sie hat natürlich jetzt noch keine Korruption, woher auch, aber auch keine aktiven Zauber, das heißt Aktionsphase. Sie lädt also hier ihren
Zauber, den sie von der Hand hat, das verschüttete Licht rein. Spielt dann 4 Splitter aus. Das gibt ihr 4 Ethereum. Damit kauft sie sich so einen Rohdiamanten. Und dann ist sie fertig. Die kommen halt auf den Ablagestapel und sie zieht die 5 Karten nach, die hier schon liegen. Und fertig ist die Kiste. Ja, kann mitunter schnell gehen, so ein Zug am Anfang. Oh, sie ist nochmal dran. Direkt nochmal. Ja, dann hat immer noch keine Korruption, klar. Dann wirkt sie ihr verschüttetes Licht. Sie kriegt ein Ethereum und macht einen Schaden. Ganz feierlich der erste Schaden des Erzfeinds. Ja, das war der Schaden. Aber jetzt kann sie ja noch in der Aktionsphase Dinge tun. So, sie hat ein Ethereum bekommen von ihrem Zauber. Mit 3 Splittern, die sie jetzt auf der Hand hat, kann sie sich dann nochmal so ein Ding hier leisten. Ja, und dann hat sie noch einen Funken in den Riss zu spielen und einen Funken muss sie auf der Hand behalten. Sie darf den also nicht einfach so abwerfen. Man kann natürlich jederzeit Splitter ausspielen und deren Ethereum nicht nutzen, das geht. Aber man kann die Karten einfach so wegschmeißen. So, das heißt, sie zieht nur noch 1, 2, 3, 4 auf 5 nach. Ne? Jo. Ja, und damit ist sie für die erste Runde auch fertig. Das waren ihre 2 Aktionen. Dann ist der Erzfeind dran. Der hat noch nichts hier. Der wird also jetzt erstmal so eine Karte hier aufdecken. Eine Versuchung, ein Angriff, fügt dem Spieler mit den meisten Splittern auf der Hand 3 Schaden zu. Dann wirft dieser all seine Splitter von der Hand ab und erwirbt gratis eine Karte seiner Wahl mit Ethereum-Kosten von 4 oder weniger. Ja, gucken wir doch mal. Gian hat, wie viel hat der denn? Der hat 2 Splitter auf der Hand. Und Brahma, ja, ich fürchte, wir haben eine Gewinnerin. Die hat 3. Sie kriegt also 3 Schaden, wirft all ihre Splitter ab, erwirbt eine Karte, die 4 kostet und ist fertig. Hat dann jetzt nur noch 2 Karten. Ne? Gut, so ist das eben. Ja, dann machen wir mal hier den Ablagestapel. Das war der Erzfeind zum ersten Mal. Ja, hat jetzt schon gut reingehauen. Mit ihr 3 Schaden. Aber gut. Jetzt ist Gian das erste Mal dran. Ja gut, jetzt kann der auch mal glänzen. Mit seinen Fünkchen hier. Ja, und auch er 2 Splitter. Seine Scherbe gibt ja 2, wenn man Kristalle erwerben möchte. Also kriegt er auch so einen Rohdiamanten. Ja, ihr merkt schon, ich bin heiß auf die Dinger. Da sollte jeder 2 im Deck haben, vielleicht sogar 3. So, 5 Karten sind's gut. Okay, dann ist er nochmal dran. Ja, es ist nicht so gut aufgeteilt, aber okay, ist halt so. Manchmal kommt man eben so aus. Ja, keine Korruption ist klar. Das heißt, die beiden Funken gehen los und natürlich auf den Erzfeind. Es gibt ja noch keine anderen Ziele. Also auch er darf mal funken. 2 Stück. Okay, dann ist er auch soweit mit seinen Zaubern fertig. Er ist in der Aktionsphase, lädt er gleich mal hier nach und hat 3 Splitter. Reicht nicht für noch so einen Rohdiamanten, leider. Er hat ja kein extra Ethereum. Dann gibt es hier doch mal so ein spektrales Echo für 3. Und dann ist er auch fertig. Dann kommen die hier drauf. Das Deck ist leer, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 vom Nachziehstapel. So, ja. Also vom Ablagestapel wird das neue Deck. So. Ja, und dann ist natürlich auch klar, wer dran ist. Der Erzfeind als letzter in der Runde, der deckt eine Karte auf. Oh, ein Plan kommt schon zum Vorschein. Laufendes Blut. Zeit 3 wählt den Spieler mit den meisten Zaubern auf seinen Rissen. Er leidet 2 Schaden für jeden Zauber auf deinen Rissen. Ein Plan. Ja gut, die Zeitmarker funktionieren so, dass jetzt in Zukunft, wenn er dran ist, einer so ein Marker entfernt wird. Und wenn der letzte entfernt wird, dann kommt auch sofort die Wirkung des Plans zum Tragen. Das kann ich nicht verhindern. Ich kann mich nur darauf vorbereiten, indem ich dann zu dem Zeitpunkt eben möglichst keine Zauber auf meinen Rissen habe. So sieht's aus. Ja, der Erzfeind hat ein bisschen was abbekommen, aber noch nicht so wahnsinnig viel. Aber für die erste Runde ist das schon ganz ordentlich. Dass die Feste jetzt noch so gesund ist, sage ich mal, freut mich schon so ein bisschen. Das kann auch anders aussehen. Ganz anders. Ja,
Er ist frisch wie der junge Frühling, sag ich mal, hat aber noch nicht so wahnsinnig viel tolle neue Zauber bekommen. Da muss er noch ein bisschen nachlegen. Ja, und sie hat ihren ersten Schaden erlitten. Aber ich denke mal, da sie ja jetzt auch 3 Rohdiamanten mittlerweile in ihrem Vorrat haben dürfte, dann geht da schon einiges. Nee, 2 hat sie. Aber dennoch, so langsam kann sie dann auch mal teure Zauber kaufen und dann wird das schon. Oder hat die doch 3? Was war denn? Die hat sich 2 gekauft und einmal einen bekommen durch die Wirkung hier, ne? Das war doch so, oder? Täusche ich mich da? Ich glaube, die hat doch 3. Ja, genau, doch 3 hat sie schon. Wow, sie ist dann schon richtig gut dabei. Ja. So, der Erzfeind kann ja jetzt nur 2-mal dran sein. Das heißt, ich muss mir vor dem Plan dann noch keine Sorgen machen. Ja, sie ist dran. Sie ist dran. Keine Korruption in Händen, aber auch generell nicht so wahnsinnig viel in Händen. Ja, dann wird rumgefunkt. Ein Schaden. Ich mache jetzt nicht jedes Mal in der Nahaufnahme. Ihr habt es ja gerade erst gesehen. Er ist jetzt bei 66. So. Ja, und sie hat nicht viel da. Hat ja viel abschmeißen müssen. Es gibt einen neuen Funken und sie spielt einen Rohdiamanten aus. Der gibt 2 Ethereum. Das gibt 1 Energie. Wird dann auch abgelegt. 1, 2, 3, 4, 5 Karten werden gezogen. Sehr schön. Ja. Und dann ist Gian dran. Jo, der Junge kann jetzt was machen. Ja, hat auch keine Korruption. Zum Glück. 2 Zauber, 2 Funken. Bum, bum. Er ist bei 64, der Erzfeind. Ja, und dann kann er nur einen Funken nachladen. Mehr hat er nämlich gar nicht auf der Hand. Dann seine Scherbe ausspielen und 2 Splitter sind dann zusammen 4. Gleiches Spiel. Dann gibt es hier nochmal so einen Rohdiamant. Er spielt einen Rohdiamant von der Hand aus, um sich eine Energie zu geben. Legt die natürlich auch so, dass die hintereinander kommen. Und zieht dann hier nach. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Ja, und dann ist er nochmal dran. Hey, ja, das läuft doch. Läuft sehr gut. Ja, dann ein Schaden. Das ist er bei 63. Ja, man kann auch mit kleinen Nadelstichen den Feind besiegen. Ja, dann hat er wieder 2 Zauber auf der Hand. Aber ich glaube, der wird nicht beide spielen. Er wird, oder macht er das? In der Runde kann eigentlich noch nicht so viel passieren. Er ist jetzt aber auch schon 2-mal dran, ne? Ja, er lässt das mal. Er lässt das mal schön bleiben. 1 Zauber reicht ihm. Das ist jetzt nicht so ein Risiko. 3 Splitter. Dann kauft er sich mal hier so ein Vortex in Flaschen. Und dann ist er fertig. Er behält also seinen einen Funken, den er noch hat, auf der Hand. Und zieht entsprechend auch nur 1, 2, 3, 4 Karten nach. Jutti, jutti. Ja, und dann, irgendwann muss ja mal der Erzfeind dran sein und er ist jetzt auch dran. Ja, dann wird der erste Zeitmarker hier entfernt und es wird eine neue Karte gezogen. Wir hätten Aufspießen, Spezial 1, fügt einem Spieler eurer Wahl 3 Schaden zu, dieser Spieler zieht eine Karte. Ja gut, Spezial 1 trifft mal sie hier. Wer weiß, wofür es gut ist, das heißt, es wird gemischt. Das ist jetzt so die Sache. Das ist eben Spezial Korruption aufs Deck, Ablagestapel mit dem Deck vermischen. Ja, und dann ein Spieler unserer Wahl, meiner Wahl. 3 Schaden und eine Karte ziehen. Ja komm, dann ist er doch mal hier derjenige, der sich opfert. 3 Schaden gehen weg. Er zieht eine Karte und die Karte ist fort. Ja, sie ist dran. Sie ist dran, dann gibt es mal einen Schaden. Ist bei 62. Yay. Ja, und dann? Was dann? Ja, komm, sie können jetzt nicht die ganze Zeit gar keine Zauber auf den Rissen haben. Sie spielt mal mutig ihr verschüttetes Licht aus. Dann hat sie hier 3 Splitter. Das gibt einen Vortex. Und sie hat einen
Rohdiamanten, das gibt eine Energie. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. 5 neue Karten. Ja, muss aufpassen, dass die hier nicht zusammenhängen. Ja. Und da hat sie jetzt auch endlich eine Korruption gezogen, natürlich. Okay, ja. Dann ist wohl klar, dass der Erzfeind noch mal dran ist. Der fehlt ja noch. Und es kommt auch das erste Monster mal ins Spiel, der Korruptor. Ich hasse ihn. Dauerhaft, wenn du diesem Monster Schaden zufügst, erhältst du eine Korruption und legst sie auf dein Deck. Ansturm fügt der Fest der letzten Ruhe einen Schaden zu. Ja, das ist so ein Vieh, das man mit einem Angriff möglichst besiegen möchte, denn jeder Angriff oder jeder Schaden, egal ob es jetzt durch einen Angriff oder sonst wie, gibt eben Korruption. Ja, oder jedes Mal, wenn Schaden ausgeteilt wird, nicht jeder einzelne Schadenspunkt so. Ja, das heißt, die haben noch keine Zauber, die 6 Schaden auf einmal machen, der bleibt eventuell eine Weile liegen. Die Feste ist ja auch noch fit. Und, aber das ist nervig, der kann richtig übel werden. Okay, ja, noch greift er nicht an, erst beim nächsten Mal. Jetzt ist er also erstmal gespawnt. Dann schauen wir mal, wie es so läuft. Die nächste Runde kommt bestimmt. Ja, 62, da ist er jetzt. Die Feste ist noch richtig gut dabei, wird nicht mehr lange so sein, aber ich freue mich. Ja, auch er hat seinen ersten Schaden genommen, leider, leider. Und ihr geht es nicht viel besser. Was will ich sagen? Ja, natürlich ist das Vieh ungemütlich. Es wird schleunigst Zeit, dass ich mal einen größeren Zauber kriege. Dass ich dann zumindest zweimal draufhalte. Manchmal auch einmal, aber zweimal. Okay, 1. Er ist bei 1 dran. Er hat keine Korruption. Das ist gut. Ja, 2 Schaden ist jetzt die Sache. Gut. Ja, spektrales Echo. 2 Schaden kloppen wir mal raus. Worauf? Nicht auf den Korruptor, auf den Erzfeind. Der ist jetzt bei 60. So, er darf einen Funken von der Hand vernichten, als Effekt vom spektralen Echo. Ja, er hat jetzt zwar 2 Funken auf der Hand, aber ich glaube, der möchte gar nicht so wirklich da jetzt was reinlegen. Ja. Ja komm, aber einen kann er ja riskieren. Ob jetzt sie für 2 reinkriegt oder er für 2, ist okay. Er spielt auf jeden Fall 2 Rohdiamanten aus. Das sind ja dann schon mal... Ja, Moment. Und dann eben auch noch seine Mondsteinscherbe. Wenn er nämlich dann hier Kristalle erwerben will, gibt die ja 2. Das heißt, 2 hiervon und dann nochmal 4 weitere von den beiden Rohdiamanten. Geben einen getrübten Saphir und dann 2 weitere geben eine Energieladung. Ja, und dann hat er ja immer noch einen Funken auf der Hand. Er zieht also 1, 2, 3, 4 Karten nach. Mhm. Gut, gut. Damit kann man leben. Und sie ist dran. Ja, jetzt kommt die erste Korruption mal ja zum Tragen. Endloser Hunger. Füge der Feste 3 Schaden zu, heile 2 Leben, zerstöre diese Karte. Na wunderbar. Drei Schaden. Sie heilt 2 Leben und die Karte wird zerstört, das heißt, sie geht wieder unter diesen Stapel hier. Ja, und dann ist sie generell dran mit ihrem Schaden, den sie da macht. Sie kann einen Schaden also mal auf den Erzfeind packen, sonst... Da lohnt nicht ein Schaden. Das heißt, der ist bei 59. 59. Sie kriegt ein Ethereum. Yay. Was kann sie damit denn machen? Mit einem Ethereum. Ja, kann sie einiges machen. Ne? Sie hat hier nochmal 2 Splitter. Das macht 3. Ein Rohdiamanten macht 4. 5. Da. Der ist ja 2 wert. Ja, dann kann sie doch schon mal hier so einen Zauber machen. Entweder das oder das. Ich denke mal, sie wird erstmal diese Heildinger nehmen. Und dann geht das in der Reihenfolge drauf. Sie behält, oder behält sie den Funken auf der Hand? Ja, hat sie ja schon. Sie hat ja schon abgeschmissen. Sie behält den einfach auf der Hand und zieht dann 4 Karten nach.
Denn jetzt müsste ja so langsam mal der Erzfeind dran sein mit seinen unangenehmen Dingen. Andererseits, sie könnte sich jetzt auch am ehesten noch erlauben, Schaden zu nehmen. Egal. Dann ja, jetzt ist die Frage. Ja, Erzfeind ist natürlich dran. Er kriegt für jeden gebündelten Zauber 2 Schaden reingedrückt. Ja, und der Korruptor ist auch nochmal dran. Macht zwar nur einen Schaden, aber das läppert sich, wie gesagt. Und eine neue Karte kommt. Es ist ein neuer Plan. Auge des Nichts. Verhindern, bezahle 6 Ethereum. Zeit, Spezial 2. 2, Spezial 2. So. Den Plan kann man jetzt tatsächlich verhindern. Das heißt, man bezahlt einfach, wenn man dran ist, 6 Ethereum. Und dann gibt es eben hier Spezial 2. Ja. Dann ist Jan dran. Ja, komm. Ein Funken. Ein Funken ist gebündelt. Der wird auch gleich mal abgefunkt. Ja. Können wir uns auch mal in Nahaufnahme ansehen. Ja, dann lädt er schon mal 2 Funken nach und er spielt einen Vortex in Flaschen aus. Guckt mal auf dem Ablagestapel, was er so loswerden kann. Ja. Weiß ich nicht, da sind keine Splitter drin. Komm, er wirft die 2 Splitter von der Hand ab, also vernichtet sie, zieht eine Karte nach, super, und vernichtet den Vortex. Ja, was will er denn jetzt? Will er den auf der Hand behalten? Ja, er behält den Splitter, den er gerade gezogen hat. Obwohl, wie viel? Da dürften noch ein paar mehr. Ne, er spielt den einfach aus. Kriegt ein Ethereum, mit dem kann er nichts anfangen. Dann am Ende wird das abgelegt. Er zieht 1, 2, 3, 4, 5 nach. Ja, man muss halt manchmal so ein bisschen mit dem Timing hier aufpassen. War jetzt auch nicht verkehrt, den Splitter abzuschmeißen. Ja, und dann ist sie dran. Ja, was macht sie? Hat sie denn mittlerweile? Die hat auch keine 6. Hat keine 6 übrig, um da großartig was zu machen. Ja, komm, sie spielt dann einen Funken da rein. 2 Splitter, ein Rohdiamant ergeben dann einfach 2 Energie. So, dann macht sie es aber schon so, dass sie den Rohdiamant möglichst früh wieder kriegt. Sie hat noch einen Funken auf der Hand. Zieht also nur 1, 2, 3, 4 Karten nach. Ja, und dann kommt natürlich der Erzfeind nochmal dran. Krönender Abschluss dieser Runde. Er macht hier einen Schaden. Es geht hier ein Zeitmarker weg und es wird eine neue Karte gezogen. Lastangriff. Erhaltet insgesamt 2 Korruptionen, lege eine erhaltene Korruption auf dein Deck und wählt einen Spieler, der einen seiner Risse bündelt. Na gut, dann machen wir es doch mal so. 1, 2 gehen hier drauf. Sie darf auch einen ihrer Risse bündeln und dann ist gut. 58 hat er. Er hat schon ein bisschen was verloren mit so kleinen einzelnen Nadelstichen. Ja, die Feste hat leider auch gut was verloren und verliert weiter. Gian ist leider auch sehr angeschlagen, sollte dringend geheilt werden, der Kleine. Ja, sie hat jetzt deutlich mehr, aber sie hat auch ein paar Korruptionen bekommen und die geben auch mitunter richtig viel Schaden. Ja. Es bleibt nicht aus hier. So. Ja. So ist es eben. Was soll ich machen? Sie ist dran. Ja, herrlich. Herrlich. Dann kann sie ja Dinge tun. Ja, sie wirkt natürlich erstmal ihren Zauber. Das ist klar. Und ihr wisst ja, 58 war jetzt bei 57. So. Dann. Sie hat natürlich jetzt Korruption erhalten. Die wird sie jetzt auch ziehen. Aber warum nicht? Aber bevor da jetzt schlimme Dinge passieren noch, spielt sie mal 2 Splitter aus und kriegt dafür 1 Energie. Und dann gibt sie diese Energie aus
um ihm hier 4 Lebenspunkte zu verschaffen, dass der Kleine mal wieder geheilt ist. So, ja, dann gibt es einen Vortex in Flaschen. 2 Karten vom Ablagestapel nimmt sie mal. Dann wählt sie mal 2 Splitter. Und dann darf sie natürlich eine Karte nachziehen und den hier vernichten. Und das ist natürlich eine Korruption, die sie jetzt erhalten hat. Ja, gut, kann man mit leben, was da steht. Ja, sie ist immer noch dran. Ein Funken wird da reingepumpt. Ja gut, und dann spielt sie noch einen Splitter aus, um einen zu kriegen, ein Ethereum, aber kann sie nichts mitmachen. So, sie ist fertig. Am Ende wird dann halt das hier abgehandelt. Sie kriegt einen Schaden, also machtlüstern ist sie. So, ein Schaden, eine Energie kriegt sie auch, tauscht das also quasi und die Karte wird vernichtet. Dann ist die schon mal weg. Ja, und dann ist sie nochmal dran. Yay, yay. Achso, sie hat keine Karten nachgezogen. Das mache ich nochmal eben. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Ja, sie hat natürlich jetzt die 2. Korruption, die sie eben bekommen hat, auf der Hand. Und die muss sie auch ausspielen. Fieber des Krieges. Erleide einen Schaden, füge 2 Schaden zu und zerstöre diese Karte. Ja, komm. Sie erleidet einen Schaden, fügt 2 Schaden zu, ist dabei 55 und sie zerstört diese Karte. Ja, und dann ist ganz normal ihre Zauberphase da dran. Da gibt es halt den Funken und einen Schaden. 54. So, und jetzt überlege ich, ob ich ihren 2. Riss da bündle oder eben auch nicht. Ja, ich glaube, das sollte mal angebracht sein. Das muss ich ja auch mal gemacht haben hier. Ist ja auch, seht, was los. Obwohl, die 6. Nein. Haha, mach ich nicht. Kommando zurück. Sie hat ja 2 Rohe, sind ja 6. Die kann 6 bezahlen, um das hier abzuwehren. Na, da muss ich kein Spezial hier kriegen. Dann ist das natürlich so. Das kann warten mit dem Riss. So. Essenzdiebstahl hat sie noch auf der Hand. Kann sie hier reinladen. Sie hat noch ihren normalen Startzauber. Das heißt, sie zieht 4 Karten nach. Hier sind noch 2. Und 2 kommen dann nach. Und dann ist gut. So, ihr Lieben, dann mal weiter im Text. 1. Hat er Korruption? Hat er nicht. Also 2-mal rumgefunkt hier. Und das sind auch 2 Schaden auf den Erzfeind. 52 schon. Okay. Ja, dann weiter im Text, nicht wahr? Ja, spektrales Echo wird hier reingeladen. Dann spielt er einen getrübten Saphir aus, ist genau der erste. Das heißt, sie erhält eine Energie, ein Rohdiamant und einen Splitter. Obwohl, komm doch, wir geben noch einen getrübten Saphir. Das ist dann schön. Ja, und ein Splitter, den behält er auch vor Hand. Ja, damit er dann gleich damit loswerden kann, denn wer weiß, was da kommt. 1, 2, 3, 4 sind es noch. Ja, hätte er nicht machen müssen, aber okay. Ja, jetzt ist er nochmal dran. Ja, er ist nochmal dran. Er wird also das spektrale Echo spielen. Ihm 2 Schaden zufügen, er ist bei 50. Einen Splitter von der Hand vernichten. Und dann mal gucken, was da noch so kommt. Ja, er nimmt einen Funken. Ja, und dann ein Rohdiamant und seine Scherbe reichen, dass er hier nochmal so einen Rohdiamanten kaufen kann. Er hat immer noch einen Splitter auf der Hand. Ja, behält er auch auf der Hand. Komm, dann zieht er 1, 2, 3, 4 nach. Na, genau so. Ja, genau so. Und der Erzfeind ist mal wieder dran. Ja, irgendwann muss es ja soweit sein. Auch wieder ein Schaden hier. Und eine neue Karte.
Verwüsten, Angriff. Spezial 2 fügt einem Spieler eurer Wahl 2 Schaden zu. Ja, super. Spezial 2 und 2 Schaden. Dann machen wir das doch mal wieder so. Sie kriegt Spezial 2 reingedrückt. Dann werden also 2 Korruptionen vermischt. Dafür nimmt Gian dann eben die 2 Schaden. Dann ist das schön verteilt. Und er ist natürlich nochmal dran. Ganz klar. Ja, einen Schaden. Und eine Karte. Oh, noch ein Vieh. Schmerzseher. Ansturm fügt einem Spieler eurer Wahl 2 Schaden zu, wählt einen anderen Spieler, der einen seiner Risse bündelt. Na super. Und das hält 11 aus, das Vieh. Das ist ja was. Ja, 50. Er ist auf 50 runter. Das ist noch eine ganze Menge, was vor mir liegt. Ja, die Feste schrumpft stetig. Ist unschön. Und ja, er ist bei 7. Und sie ist auch bei 7. Ja, und ein paar unschöne Viecher liegen da jetzt rum. Ja. So langsam muss da jetzt echt was kommen. Ja, 2 ist dran. Keine Korruption in Händen. Das heißt, Brahma darf hier ihre Essenzdiebstahl wirken. 3 Schaden machen. Ja, dann sind wir doch mal so frei und machen dem hier 3 Schaden. Wenn er uns schon nachher angreifen will. So, und dann darf sie noch so einen Funken von der Hand abwerfen und einen Spieler bestimmen, der ein Leben heilt. Im Zweifelsfall ist sie das selbst erst einmal. Ja, dann hat sie hier einen Rohdiamanten und 1, 2 Splitter. Kauft sie sich mal so einen Wim-Generator, der kann ja auch heilen im Zweifelsfall. Und verschüttetes Licht kann hier reingespielt werden. Ja, dann ist sie auch schon durch. 1, 2, 3, 4, 5 Karten werden nachgezogen. Ja, Korruption, wie nett. Und der Erzfeind ist wieder dran. Ja, komm, jetzt nicht jeden Einzelschritt. Ein Schaden auf die Festung und hier heißt das eben, ein Spieler kriegt 2 Schaden und der andere darf einen Riss bündeln. Komm, kriegt er erstmal 2 Schaden und dafür dürfte sie dann einen Riss bündeln. Bündelt sie doch den, das heißt, der ist schon voll am Anschlag, das heißt, der wird einfach aktiviert. Und dann gibt es hier nochmal Erwachen. Spezial 2 fügt der feste letzte Ruhe der Schaden zu oder bringt das zuletzt getötete Monster vom Ablagestapel zurück ins Spiel. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt gar kein Monster habe? Dann würde ich mal sagen, bin ich mal so fair und sage Spezial 2 und 3 Schaden. Ne? So. Ja, jetzt ist die Frage, komm, sie ist so frei und die nimmt sich alle Korruption auf sie. Sie ist die Korrupte hier. Aber auch natürlich 1, 2 und 3. Ja, das war der Erzfeindzug. Und weil es so schön war, mach's nochmal. Ja, das ist doch echt nicht wahr. Ein Schaden von ihm, 2 Schaden jetzt auf sie mal. Und dann darf er auch einen seiner Risse bündeln. Es gibt eine neue Karte. Und es kommt ein Nadelmaul. Ansturm fügt der feste letzten Ruhe 2 Schaden zu. Und das Ding hat 11. Ja, ich kann mich nicht mehr retten hier. Ich glaube, das geht jetzt recht schnell vorbei. Eins. Er ist dran mit 1. Ja. Hat keine Korruption auf Händen. Okay. Nichtsdestotrotz nur einen ganz billigen Funken. Der geht dennoch aufs Nadelmaul. Ja, und dann spielt er einen getrübten Saphir. Das heißt, sie bekommt 1 Energie. Er kriegt 3 Ethereum.
Dann, ja, was macht er damit? Er spielt noch einen getrübten Saphir und kauft mal dann für 5 das. Dann gibt es hier noch einen Splitter dazu. Er hat ja noch einen übrig von den 6 da. Das heißt, das sind nochmal 2 für eine Energie. Und dann werden hier 2 Funken reingeladen. Und das war's. Dann hat er all seine Karten verbraucht. 1, 2, 3, 4, 5. Es wird unangenehm. Echt unangenehm. Ja, sie ist dran. Sie ist dran. Sie hat hier auch nochmal eine Korruption. Düsterer Ausblick. Füge der Feste letzten Ruhe 2 Schaden zu. Sieh dir die oberste Karte deines Decks an. Du darfst sie zerstören. Ja, super. 2 Schaden auf die Feste. Ja, sie darf sich die oberste Karte ansehen. Es ist eine Korruption. Die zerstört sie natürlich. Und dann wird diese Karte auch zerstört. Ja, dann gibt es hier vom verschütteten Licht was. Ja, jetzt ist die Frage, auf wen. Es macht keinen großen Unterschied. Komm, machen wir mal einen Schaden auf das Vieh hier. Sie kriegt ein Ethereum. Gucken, ob ihr das was bringt. Scheint so, ne? Scheint tatsächlich so. Ja, dann spielt sie einen Rohdiamanten und noch einen Rohdiamanten. Das macht zusammen 6. Das gibt erstmal 2 hier. Hat sie noch 2 übrig. Ja, komm, dann nimmt sie noch so einen Splitter und wählt sich nochmal so einen Vortex. So, und dann darf sie natürlich ihn hier heilen für ihre Energie ein. So, und dann nicht vergessen, sie hatte ja hier noch ein Ethereum übrig von dem und dann hat sie auch noch einen Splitter auf der Hand, kann also nochmal nachladen. Ja, machen wir es so. 1, 2, 3, 4, 5. Alles gut. Ja, wieder Korruption dabei natürlich. Natürlich. Ja, und jetzt? Was jetzt? Jetzt ist er nochmal dran. Mit 2. Ja, da kommt man nicht weit, ne, mit den 1er-Zaubern. Ja, was soll's? Er hat zumindest keine Korruption auf der Hand. 1, 2. Komm. Knallen wir die mal da rein. Ja, und was dann? Dann spielt er mal hier so ein spektrales Echo. Dann kauft er mal ordentlich was. Ne? Ja, ein Rohdiamant, noch einer sind 6. Und dafür gibt es erstmal hier so eine Bannwelle. Hat er noch einen übrig? Für noch 2 mehr gibt es so ein Vortex. Ja, und dann war es das auch. Na, aufpassen hier. Ja, 3 gehen auf den Ablagestapel. Ein Splitter hat er halt noch auf der Hand. Das heißt, 1 und 1, 2, 3 sind wieder 5. So. Ja, immer noch 50. Hat sich nichts geändert. Außer, dass die Viecher sich hier vermehrt haben. Die Feste schrumpft weiter stetig. Ich muss jetzt echt was gegen das Vieh unternehmen. Auch wenn ich Korruption bekommen sollte, ist egal. Er ist gut dabei. Ja, und auch sie noch. Sie hat 2 Korruption auf der Hand. Ja, dann. Eins ist dran. Ja, toll. 1 ist dran. Will er denn jetzt mal hier riskieren, das Vieh zu besiegen? Ah, nee. Oder? Komm. Packt er die 2 Schaden aufs... Ja, worauf?
Ja, komm. Komm die mal aufs Nadelmaul. Ich muss das Vieh ja auch mal irgendwie klein kriegen. Es ist jetzt nicht gut, den Schaden so auf die Monster zu verteilen. Aber gut, was soll's. Ja, dann wird noch ein Splitter entsorgt. So ist es eben. Das ist ja der Effekt vom spektralen Echo. Ja, dann muss ich mal gucken. Sollte er jetzt so langsam mal was machen? Ja, gut. Er spielt dann hier so ein Saphir aus. Das heißt, sie erhält ein Energie und auch ein Mehr. Dann gibt es so ein, nicht Vortex, so ein Wim-Generator. Ja, und dann lädt er eben Bannwelle und Funken hier mal rein und zieht Karten nach. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann der Erzfeind mal wieder. Jetzt wird es aber ungemütlich. Ja, einen macht der Korruptor. Dann zwei Schaden. Was kriegt sie denn hier? Das kann ich nicht machen, dass sie noch den Schaden nimmt. Das heißt, er wird angegriffen und sie darf einen ihrer Risse bündeln. Und dann gibt es nochmal vom Nadelmaul da zwei Schaden auf die Feste. Und eine Karte. Verbannen, Angriff, Spezial 2. Der Spieler mit den meisten gebundenen Zaubern wählt seinen gebundenen Zauber mit den höchsten Ethereum-Kosten und wirft ihn ab. Ja, dann ist klar, Spezial 2, kann ich ihr das antun? Ja, gut, kann ich ihr wohl antun, muss ich ihr auch antun. 1, 2, sie kassiert also wieder Spezial 2. So, und der Spieler mit den meisten gebundenen ist er, wirft den ab. So viel dazu. Und das war's dann auch. Rexvieh. Ja, dann ist er nochmal dran. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Ja, gut, dann ist dasselbe Spiel nochmal. Ein Schaden hier. Dann zwei Schaden auf ihn. Sie darf einen ihrer Risse bündeln und nochmal zwei Schaden auf die Feste, die dann jetzt nur noch bei 10 ist. Bin so gut wie weg. Ja, und dann, immerhin war es das für ihn in der Runde. Ja, dann kommt noch so ein Plan dazu. Verstümmelnder Wahnsinn. Verhindern wir 4 Karten deiner Wahl von deiner Hand ab und ziehe eine Karte. Zahl 2, die Feste heilt 3 Leben, der König der Masken heilt 13 Leben. Ja, da könnte ich doch glatt drüber nachdenken, die mal durchlaufen zu lassen. Ist immer noch eine Möglichkeit, die Festung zu heilen. Ja, okay, jetzt ist er wenigstens dran gewesen und sie ist dran, ja. Ja gut, fangen wir mal mit rücksichtsloser Macht an. Erwirb gratis ein Artefakt deiner Wahl, lege es auf dein Deck, erleide Schaden in Höhe der Hälfte der Ethereum-Kosten. Ja, dann darf sie das mal erwerben und auf ihr Deck legen. Kriegt natürlich dann auch 2 Schaden. Das Ding 4 kostet. Und die Karte wird vernichtet. Und gefolgt von das Nichts. Wirf 2 Karten, keine Korruption deiner Wahl von deiner Hand ab. Erleide 2 Schaden. Splitter und Funken. Sie kriegt 2 Schaden. Ist also kurz vor knapp. Mische die Reihenfolgekarte eines Spielers deiner Wahl zurück in das Reihenfolgedeck und zerstöre diese Karte. Ja. Dann mische ich doch mal sie zurück ins Reihenfolgedeck. So. Ja, dann spielt sie den Wim-Generator aus, nutzt das, um sich 2 Leben zu geben und auch 1 Energie und den dann zu zerstören. Und dann hat sie auch keine Karten mehr. Dann zieht sie 1, 2, 3, 4, 5 Karten nach. Ja, und ist doch noch relativ gut dabei. Das ist schön. Freut mich. So ein kleiner Lichtblick erscheint, ja. Dann, wer ist als nächstes dran? Sie, ja, welch Wunder. Da ist nichts. Sie hat keine Korruption auf der Hand. Das ist ja was Feines. Ja, ganz was Feines. Was macht sie denn jetzt? Sie hat hier so
ein, zwei Rohdiamanten. Und das gibt dann also ein, zwei Energie, hat noch zwei Ethereum übrig, verbraucht aber erstmal ihre Energie, um Jian zu heilen. Ja, und dann hat sie ja wie gesagt noch zwei übrig. Energie jetzt da reinpacken oder lieber mit dem Splitter kommen. Sie nimmt den Splitter, hat dann Witz 3. 3 werden draus. Dann kann sie hier nochmal so ein spektrales Echo nehmen, dann kann sie noch eventuell was loswerden. Ja, dann hat sie nochmal einen Wim-Generator. Das gibt ihr nochmal 2 Leben. Also sie hat 4, kommt sie auf 6 und ein Energie. Der wird natürlich vernichtet dabei. Pech. Und dann kann sie hier nochmal ihr verschüttetes Licht reinspielen. So. Und dann gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Karten nach. Und dann ist natürlich auch wieder Korruption am Start. Ah ja, wie kommt er nie wieder raus? Na, sie ist dran. So. Ja, sie hat unheilvolles Wissen. Er wird gratis ein Zauber deiner Wahl. Das ist schon mal schön. Und erhalte 3 Korruptionen, lege sie auf dein Deck, zerstöre diese Karte. Ja, sie ist voll dabei. Er hat immerhin den teuersten Spruch sich angeln können. Ja, dann kann sie eben 2 Schaden anrichten. Und kriegt auch ein Ethereum. Ja, dann würde ich auch mal sagen, 2 Schaden. 2 Schaden gehen hier aufs Nadelmaul. Sie kriegt ein Ethereum. Ja, mit dem Rohdiamanten und den 2 Splittern hier kann sie sich dann auch noch mal so eine Bannwelle gönnen. Da ist ja noch einer mehr von dem. Ja, bevor sie das macht, geht natürlich auch noch der Essenzdiebstahl hier rein. Dann werden die Karten abgeworfen und sie zieht 1, 2, 3 Korruption und 2 was auch immer. Ja, ist ja voll dabei. Okay, ja, dann ist natürlich jetzt klar, dass Jian noch dran ist. Ein Schaden, wem macht er denn einen Schaden? Ja, gute Frage, wem er denn einen Schaden macht. Ja, komm, nimmt er den Schmerzseher. 1, 2, 3, 4. Dann ist das eben so mit dem Schmerzseher. Okay, und dann ist der Funke natürlich auch durch. Ja, und was macht er jetzt? Ja, er spielt dann den getrübten Saphir. Das gibt dann hier nochmal ein Energie. Wunderbarerweise. Und 3 Ethereum für ihn. 3 Ethereum reichen, um hier so ein Energiedingen aufzuladen. So. Ja, und dann kann er eben das einsetzen, um bei ihr den Zauber zu aktivieren. Und zwar 2-mal. Erste Mal gibt ja plus 1, also 4 Schaden. Wird der Schmerz sehr erstmal pulverisiert. Dann ist er endlich weg. So. Und er kann eine Karte abschmeißen von der Hand. Das ist dann jetzt. Ist das was? Ist in dem Fall ein Funken, den er dann einfach abwirft. Dann kann er sich aussuchen, dass jemand noch heilt. Das ist dann sie. Ja, und dann darf er den Zauber ja nochmal spielen. Das ist ja eben so klar. Ja, dann gibt es natürlich hier aus Nadelmaul nochmal 4. Und er wirft nochmal einen Funken ab. Gleiches Spiel nochmal. Sie heilt nochmal und dann ist der Zauber ja auch weg. Ja, und dann kann er hat ja noch einen übrig hier. Von dem Aufladen mit dem Splitter. Nochmal ein Energie nachladen. Eine Bannwelle hier reinspielen. Ja, und dann 1, 2, 3, 4 und 5. Okay. Ja, der Erzfeind ist bei 50. Die Feste der letzten Ruhe ist bei 10.
Ja, und den Magiern geht's einigermaßen gut. Na, sie konnte sich auch noch so gerade retten. Ja, dann... Neues Spiel, neues Glück. Ja, Erzfeind ist natürlich wieder dran. Ja, die Viecher machen jetzt 3 Schaden. Ich bin also kurz vorm Ende. Ja, und hier geht halt einer weg und es gibt eine neue Karte. Peinigen, ein Angriff. Werf die obersten 2 Karten des Erzfeindstapels ab. Für jede abgeworfene Dreierkarte fügt der feste 4 Schaden zu. Oh, das kann es jetzt tatsächlich sein. Ja, ist eine Zweierzahl, die Giftmilbe. Und auslöschen. Ja, das ist es wohl. Das ist eine Dreierkarte. Ja. Ja, dann geht's runter auf 3. Ja, super. Ja, ganz toll. Und wenn ihr jetzt noch mal dran ist. Komm, dann da. Das war's dann jetzt so langsam auch. Unstillbare Gier gibt es. Er leidet 2 Schaden. Er wirbt gratis einen Kristall deiner Wahl mit den geringsten Ethereum-Kosten. Nimm ihn auf die Hand. 2 Schaden. Die Karte wird zerstört. Und dann der Kristall hier erworben, auf die Hand genommen. Ja, dann die Ansteckung. Er leidet 1 Schaden. Nimm eine Karte deiner Wahl von Ethereum-Kosten 0. Aus dem Ablagestapel zurück auf deine Hand. Zerstöre diese Karte. Ja, was will ich da jetzt für eine Nullerkarte auf die Hand nehmen? Komm, vielleicht ihr Licht. Ihr Licht kommt nochmal zurück mit 0. Ja, und dann... Schleier des Wahns, füge der Feste letzten Ruhe 2 Schaden zu, bündle einen deiner Risse, zerstöre diese Karte. Ja. Ganz feierlich geht's auf einen runter. Sie darf dann auch einen ihrer Risse bündeln und die Karte vernichten. Ja, dann. Was macht sie? Sie hat jetzt so gut wie nichts mehr auf der Hand. Verhindern will sie das natürlich da nicht. Ja, komm, dann gibt es nochmal hier Funken und Licht und alles. Und dann gibt es noch einen Rohdiamanten, um einmal Energie zu bekommen. Und ein Splitter. Komm, spielt sie auch noch. Einfach, um den verpuffen zu lassen, damit sie 5 Karten nachzieht. 1, 2, 1, 2, 3. Es ist sowieso alles verloren. Ja. Wenn er jetzt dran ist, dann war es das. Aber nein, ist er nicht. Sie ist dran. Sie ist tatsächlich dran, aber bringt ihr das was? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also, Korruption hätte sie nochmal. Und zwar, unstillbare Gier, erleidet 2 Schaden, erwirbt gratis einen Kristall deiner Wahl mit den geringsten Kosten und nimm ihn auf die Hand. Ja, super. Das Elend hier auch schön langsam vorbeigeht. Gut, dann 2 Schaden hier. Damit wird die Giftmilbe, das Nadelmaul, die Giftmilbe wurde einfach abgeworfen. Sie kriegt ein Ethereum, merken wir uns. Und 1 Schaden. Alles gut, 1 Schaden geht ganz normal. Komm, geht er nochmal hier auf den Erzfeind. Hat er 49, ne? Er war ja bei 50. Ja, und na gut, dann ein Flammenrubin gibt ihr nochmal eine Energie und dann wird ein spektrales Echo und das hier reingeladen. Moment, da ist noch ein Splitter. Ja, nee, komm. Aber ist okay. Dann machen wir das so. Sie behält das auf der Hand, zieht dann eben 1, 2, 3 Karten nur nach. 2 hat sie eben noch. Ist auch egal. Es ist so spannend hier. Er hat keine Korruption auf der Hand. Okay, Bannwelle. Bannwelle wird natürlich gespielt.
verstärkt mit einem Rohdiamanten, gibt das 6 Schaden. 2 plus 4 macht 6. Geht das Vieh natürlich drauf. Und er kriegt eine Korruption aufs Deck. Aber gut, so macht man das eben dann. Ja. Ja gut, was macht er dann? Ich würde mal sagen, er spielt 2 Rohdiamanten aus, sind 6 Energie. Um sich mal hier, also sein 6 Ethereum, das verwechsel ich gerne, um sich 3 Energie zu holen. Und ein spektrales Echo kommt hier rein, eine Karte behält er auf der Hand. Und zieht dann entsprechend 1, 2, 3, 4 nach. Ja, hat wieder dann Korruption bekommen. Und wenn er jetzt nochmal dran ist, war es das. Nein, der Erzfeind ist natürlich dran. Ja, gut. Das heißt, die Feste heilt 3 Leben, der heilt 13. Ist jetzt also wieder bei 62. Die Feste bei ganzen 4. Super. Und dann kommt der neue Plan. Realitätsbruch. Verhindern, zerstöre 2 deiner gebundenen Zauber mit Ethereum-Kosten von höher als 3 oder mehr. Zeit 1, Spezial 3. Ja, da ist nicht so viel Zeit. Ja. Und jetzt ist er nochmal dran. Ja, endloser Hunger. Füge der Feste 3 Schaden zu, heile 2 Leben, zerstöre diese Karte. Ja, dann geht's hier wieder auf 1. Er heilt 2 Leben, kann aber nur auch 1 heilen und diese Karte halt zerstören. Okay, ja dann, was dann? Spektrales Echo von 2. Geht hier hin. Dann könnte er die Mondsteinscherbe vernichten. Die braucht er, glaube ich, nicht mehr. Ja, und jetzt spielen wir mal den Wim-Generator. Er kriegt einen Schaden und zieht 2 Karten. Ja, gut, dann schade. Gut, muss er halt so behalten. Er spielt die Bannwelle und das hier und behält 2 Karten auf der Hand. Dann zieht er also noch 3 nach. Ja, 60 Lebenspunkte. Der ist also noch richtig frisch. Was man von der Feste jetzt eigentlich nicht mehr behaupten kann. Ich habe eigentlich keine Chance mehr, das zu gewinnen. Irgendwann wird diese Karte kommen, die mir noch einen Punkt darunter kloppt. Kann ich gar nicht großartig was gegen machen. Da hilft mir jetzt auch nicht, dass der richtig fit dabei ist. Sie ist jetzt nicht mehr so taufrisch. Ja, aber komm. Machen wir ein würdiges Ende für unsere Feste der letzten Ruhe. Er ist dran. Ja, wunderbar. Er ist dran. Ja, ein Schaden vom Funken, sind wir bei 59 wieder. Und dann hier die Bannwelle macht 2 plus einem getrübten Saphir macht 6 nochmal mehr, also 8. Bei 51. Ja, dann spielt er einen Vortex in Flaschen aus, vernichtet 2 Funken von der Hand, zieht eine Karte nach und vernichtet auch den Vortex. Ja, dann hat er noch, was will er denn damit noch von 4? Komm, dann spielt er noch so einen getrübten Saphir aus, dann kriegt sie zumindest noch eine Energie und einen Splitter obendrauf. Kann sich ja nochmal so einen Wim-Generator leisten. Und 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Jawohl.
Was mache ich? Ja, er ist endlich dran. Ja, gut. Wir haben hier keine Zauber vernichtet, keine vernichten können. Hatten wir ja gar nicht. So, Spezial 3 kommt zum Tragen. Sie hat immer so schön eingesteckt. Jetzt darf er auch mal. Und eine neue Karte. Ja, Chaospriester. Oh, nett. Monster. Ansturm. Die Feste heilt 2 Leben, fügt dem Spieler mit dem meisten übrigen Leben 3 Schaden zu. 14. Zwei Fünfer und 4 Einer. Das sollte 14 ergeben. Juhu, dann ist der Erzfeind nochmal dran. Ja, oh Gott, es ist so spannend. Ja, die Feste heilt 2 Leben. Und der Spieler mit dem meisten übrigen Leben kriegt 3 Schaden. Das ist er. Und dann gibt es noch eine Karte hier. So, Mantel des Untergangs. Verhindern, bezahle 7 Ethereum. Zeit 1, fügt dem Spieler mit der meisten Energie 4 Schaden zu. Dieser Spieler wirft all seine Energie ab. 7 Ethereum, ja. Hoffen wir mal, da kommen wir drauf. Ja, dann ist sie dran mit 2en. Ja, komm, dann knallt sie ihm jetzt da einen rein oder dem Priester da. Der Priester heilt erstmal meine Feste, der sollte erstmal am Leben bleiben. Ne? Komm, ein Schaden, schon mal hier ist er bei 50. Und dann nochmal 3 Schaden, sind ja einer mehr, ist er bei 47. 47 und er, sie darf noch einen Splitter von der Hand vernichten. Ja, und dann, komm, dann heilt sie erst einmal ihn. Er hat also wieder 4. Okay. Ja, und dann sind das hier 6 und das 7. Dann kann sie das bezahlen, um das zu verhindern. Und dann hat sie hier noch so ein Vortex in Flaschen, wo sie dann 2 Karten vernichten kann. Vernichtet sie mal die 2 Funken hier. Die kommen raus. Sie zieht sogar eine Karte nach. Ja. Und das ist auch ganz gut so. Dann kann sie so einen arkanen Nexus noch da reinspielen. Der wird natürlich auch vernichtet, ist klar. Dann kommen die Karten auf den Ablagestapel. Sie zieht 1, 2, 3, 4, 5 Karten nach. Jo. Die kämpfen tapfer hier. Die kämpfen sehr tapfer. Ja, und sie ist nochmal dran. Ja, keine Korruption auf der Hand. Ist ja mal was Neues. Dann gibt es 5 Schaden auf das Vieh. Also ne, den Erzfeind natürlich. So. Ja, 42 ist immer noch viel zu viel. Ja, dann kommt der Essenzdiebstahl hier rein. Die Bannwelle da rein. So, und dann hat sie ja noch hier einen Rohdiamanten und 2 Splitter. Kann sie sich hier nochmal so ein Wimm-Dingens holen. Vielleicht reicht es ja, um sich nochmal zu heilen. Und dann gibt es 1, 2. 1, 2, 3. Tju, ja. Schweißtreibende Sache. Ja, und dann ist er wieder dran. Wow, ja. Dann ist er dran. Er hat keine Korruption, er hat keine Zauber da liegen. Ja, dann wirkt er erstmal hier für die Energie sein, macht er sein Meisterwerk. Ja, er wirkt ihren Zauber, der macht ja 4 Schaden. Gut, 4 Schaden sind 4 Schaden. Ist er bei 38.
Und dann darf er auch eine Karte abschmeißen. Komm, wirft er mal so ein spektrales Echo ab. Das heißt, er darf sie ein Leben heilen lassen. Ja, und dann wird der Zauber ja nochmal gewirkt. Und das sind dann nochmal 4 Schaden. Ja, und er kann noch eine Karte abschmeißen. Aber lohnt das? Um nochmal, nee, nochmal heilen lohnt nicht. Das ist es dann doch nicht wert. Dann spielt er einfach so eine Bannwelle hier rein. Und er hat 3 Rohdiamanten. Das wären 6. Ist jetzt die Frage, holt er nicht so? Nee, holt er sich nicht. Das sind 6. Das sind nämlich genau 3 Energie. Und dann noch ein Rohdiamant. Ist der 4. Dann ist er nämlich voll wieder da. Und zieht dann eben entsprechend 1, 2, 3, 4, 5 nach. Ja, und... ja, 34. Ich hätte ja echt nicht gedacht, dass die noch eine Runde durchhalten. Die Festung hält sich jetzt wacker bei 3. Er ist voll mit Energie und Leben. Sie schwächelt immer noch so ein bisschen, aber gut. Aber gut. Das... so, ich räume mir jetzt noch nicht so große Chancen ein, das Spiel zu gewinnen, aber wenigstens kann ich die Differenz da so ein bisschen runterkloppen, dass es nicht ganz so vernichtend wird. Ja, der Erzfeind ist jetzt auch dran. Gut, das heißt, er heilt mal wieder 2 der Feste. 2 der Feste und natürlich dem mit dem meisten Leben haut er 3 Schaden rein, ist klar. Und dann gibt es noch eine Karte und die werden ja nicht besser hier. So. Anziehende Dunkelheit. Wählt ein Spieler, der seinen Ablagestapel auf sein Deck legt und es mischt, dann zerstört dieser Spieler die obersten 4 Karten seines Decks und dann speziell 2. Was soll's. Eins, 2, 3 und 4. Ja, das hat sich doch gelohnt. Ne? Geht ein Funken raus und dann hier ein Rohdiamant, der Wim-Generator und die Bannwelle. Also der wurde jetzt richtig übel getroffen. Ja, dafür gibt es ja noch Spezial 2. Ne? Ja, warum nicht? Wenn er schon dabei ist... ja, komm, die hat jetzt... verstecken wir mal da ein bisschen was drin. Alles gut. Ja. Das war jetzt heftig. Und dann ist er auch dran. Der hat eine Korruption auf der Hand. Und zwar rücksichtslos. Erleide einen Schaden. Du darfst eine Karte deiner Wahl, keine Korruption auf deiner Hand, zerstören. Ja, macht er auch. Er kriegt einen Schaden und zerstört einen Splitter. Immer noch einen auf der Hand. Das wollte man nicht meinen. Ja, dann... ja doch, macht er. Der powert also hier den Getrübten, mit dem getrübten Saphir die Bannwelle. So macht er das. Das sind 8. 8 Schaden, die das Vieh kriegt hier. Ist er bei 26. 26, ja. Dann spielt er den Wim-Generator aus, kriegt einen Schaden, zieht 2 Karten nach. Dann würde ich mal sagen, macht er hier einfach seine Energie, dass sie nochmal, also dass er ihren Zauber wirkt. Ja, das erste Mal macht er 2 Schaden, ganz normal. Und das nächste Mal wird er ja dann richtig gewirkt. Dann kann er auch hier pimpen. Dann gibt es nochmal 8 Schaden. Ist er bei 16? Okay.
Okay, dann hat er hier noch ein spektrales Echo und er hat eine Korruption gezogen. Das heißt, er erleidet einen Schaden, fügt 2 Schaden zu und zerstört die Karte. Der ist jetzt also bei 4 Lebenspunkten runter. Fügt die 2 Schaden natürlich dem Erzfeind zu und zerstört die Karte. Ja, dann zieht er 1, 2, 3, 4, 5 nach. Er hat nicht mehr so wahnsinnig viele Karten und immer noch genug Korruption auf der Hand. So ist es jetzt, ne? Der Erzfeind ist dran. Ja, dann kann der sich ja jetzt aussuchen, wen er angreift. Erstmal kriegt die Feste 2 Leben und sie kriegt dann die 3 Schaden. Und dann gibt es natürlich noch eine Karte. Ne? Und wir hätten den Priester des Untergangs. Ansturm. Wählt ein Spieler, der 3 Karten seiner Wahl keine Korruption von seiner Hand abwirft. Dieser Spieler hält 3 Korruption und nimmt sie auf die Hand. Das ist doch eine nette Sache. Das ist ein fairer Tausch, würde ich sagen. Ja, und das Vieh hält auch noch 17 aus. Ja gut, ich habe mich tapfer geschlagen. Jetzt ist, glaube ich, die Zeit gekommen, unterzugehen. Wenn es erstmal so weit ist. Ja. Ja, erstmal kriegt er einen Schaden. Er hat nämlich eine Korruption Machtlüstern auf der Hand. Kriegt einen Energie und zerstört die Karte. So. Ja, dann wird's knapp. Dann wird's wirklich knapp. Spektrales Echo vernichtet diesmal nichts, macht nur 2 Schaden. Ist er bei 12? Ja, kann doch so eine Bannwelle hier reinknallen. Und für 1, 2 Rohdiamanten kriegt er auch Energie. 6 sind das ja, sind 3. Ja, und dann kann er das natürlich nutzen, um 2 Schaden zu machen. Dann ist das Vieh bei 10. Ja, und dann kriegt er nochmal 8 Schaden obendrauf. Denn der wird ja ein zweites Mal gewirkt mit einem entsprechenden Saphir dazu. Ja, okay, dann hat er nichts mehr. Er zieht 1, 2, 1, 2, 3 nach. Ja, und jetzt ist es so knapp und dennoch nichts. Ja, sie ist dran, hat zwar keine Korruption, aber was soll sie großartig machen? Sie kann hier so ein spektrales Echo reinknallen und verschüttetes Licht und dann nochmal... Ja, was macht sie nochmal? Rohdiamant und so ein Teil für 2 Energie hier. Und dann ist auch egal. Komm. Nee, den Splitter behält sie auf der Hand. Dann zieht sie 1, 2, 3, 4 Karten nach. Ja, stimmt ja, sie hatte ja noch hier Korruption. Ja, und jetzt, was jetzt? Dann ist sie natürlich nochmal dran. Ja, düsterer Ausblick. Füge der Feste der letzten Ruhe 2 Schaden zu. Zieh dir die oberste Karte deines Decks an. Du darfst sie zerstören und dann zerstör die Karte. 2 Schaden. Ich darf mir die oberste Karte des Decks ansehen. Das ist ein Rohdiamant, den zerstöre ich nicht. Zerstöre ich die Karte. Ja, und dann rücksichtslose Macht. Erwirb gratis ein Artefakt deiner Wahl, lege es auf dein Deck. Erleide Schaden in Höhe der Hälfte auf Ätherumkosten aufgerundet dieses Artefakts. Ja, dann kriegt sie 2 Schaden, also einen. Damit ist sie K.O., verliert einen ihrer Risse. Sie kriegt ja noch einen Schaden, sie hat ja nur einen. Das heißt, der andere geht doppelt auf die Feste, ist es bei 3. Ja, und dann heißt das, sie verliert all ihre Energie erstmal. Okay, schade. Und dann fügt er nochmal den Spezialangriff zu. Ja, Spezial 2 wird ausgeführt. Komm, gönnen wir uns nochmal. 2, die darf man noch hier schön reinmischen.
Ja, und dann kriegt er hier mal 3 reingedrückt. 3. 1, 2 und Ende. Das war's. Ich hätte ja im Leben nicht damit gerechnet, das nochmal so rumzukriegen, aber es hat doch am Ende noch hingehauen, wunderbar. Doch mit dem Hintern ins Ziel gerettet, also länger hätte es auch nicht mehr dauern dürfen, dann wäre vorbei gewesen. Ja, manchmal kommt es eben doch sehr auf die Reihenfolge dieser Zugkarten an. Ja, und es waren jetzt 2 Situationen mindestens in dieser Partie, wo genau die richtige Karte kommen musste und die ist dann auch gekommen. Und so konnte ich das Ganze nochmal rumreißen, sonst wäre es nämlich ruckzuck vorbei gewesen. Ja, ich habe aber auch schon deutlich souveränere Siege gegen dieses Vieh hingelegt. In der Partie würde ich sagen, ich hätte diesen Korruptor auf jeden Fall nicht so lange gewähren lassen dürfen. Vielleicht ist es dann doch besser, mal 2 Attacken auf das Vieh zu riskieren, dann kriegt man eben ein bisschen mehr Korruption. Ja, aber dann ist er eben auch weg und die Feste kriegt nicht jede Runde einen reingedrückt. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich auch schneller auf die größeren Zauber gehen müssen, nicht mehr so viele Kristalle holen, keine Ahnung, ist immer so eine Sache, aber eigentlich bin ich mit dieser Vorgehensweise ganz gut gegen das Vieh gefahren bisher. Ja, aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wo es gescheitert ist oder hätte scheitern können oder wie man es hätte besser machen können und so weiter. Ich freue mich über jeden Input, der da von euch kommt. Ja, und ich hoffe, ihr habt euch jetzt gut unterhalten gefühlt, alle, die jetzt noch bis jetzt hier dran geblieben sind und auch einen guten Eindruck vom Spiel gewinnen können, solltet ihr es bisher noch nicht gekannt haben. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich immer über ein Like oder auch ein Abo bei dem Kanal. Wir haben jetzt kürzlich die 5000 Abonnenten geknackt. Da kommt auch bald ein neues Special, das ist schon längst produziert. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Freude beim Spiel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann ciao.